Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Final Fantasy 7, Folge 14. Wir sind hier in Midgar wieder und das ist natürlich ja schon mal ganz fein. Aber da passiert jetzt was. Was werden wir gleich sehen? Da ist der Bix. Hast du? Dir ist es also egal, was passiert mit dem Planeten? Na, du bist verletzt. Danke, Horst. Sorg dir nicht um mich. Crappy, sorg dir nicht um mich. Geh und hilf ihm. Okay, haben wir schon. Gut. Ja, also, dann müssen wir in Crappy helfen. Der Crappy ist in Gefahr. Oh, Leute. Da werden wir jetzt angegriffen. Wir sind zu zweit. Zack. Oh, der ist lebenmäßig gar nicht so schlecht. Also, der dürfte viel Energie haben. Ja, weg ist er. Oh, der geht. So, Leute. Gills. Nächster Gegner. Oh, da haben wir schon zwei von diesen Propellern. Ja, jetzt kommt der Querhieb. Ba, ba, ba. Oh, der ist einmal unten. Propeller ist nämlich ganz schlimm. Fuck, zack. Ja, der ist jetzt auch unten. Zack. Ja, Miss. Zum, bam, der ist erledigt. Nein, noch nicht. Bumm. Yeah! Fausthagel, der ist wieder ein guter Angriff. Boah, boah, der ist erledigt. Das macht der Laura. Die Tifa. Eigentlich. Trank haben wir einen, jawohl. Okay, hier haben wir mal wen. Hosti, ich bin froh, dass ich mit dir sprechen konnte. Letztes Mal, der Jesse. Die Jesse. Sag nicht letztes. Das ist okay. Wegen unseren Taten starben viele Leute. Wahrscheinlich ist das unsere Strafe. Okay, ja, ich. Wieder, ich klicke immer unabsichtlich mehrere Male drauf. Bevor er zu Crappy kommt. Dass der mitkämpfen kann. Muss ich noch alleine machen mit der Laura. Zack, zack. So. Miss. Oh, das zweite Mal hintereinander schon Miss. Die sind auch nicht so schlecht. Oh, die Laura beschützt in Horsti. Oh, schon wieder Miss. Oh, das ist so ekelhaft. Die Laura. Zack, zack, zack. Boom!
Komm doch, lad schneller hoch. Geh mal, komm, Horste. Jetzt ist er unten. Jawohl. Cool. Zweimal Trank, super. Jawohl, Crappy. Laura, Horste, ihr seid gekommen. Vorsicht, sie greifen vom Hubschrauber aus an. Macht euch besser bereit, bevor sie mit voller Kraft loslegen. Drücke die Menütaste, um das Menü aufzurufen. Drücke die OK-Taste, wenn du fertig bist. Die Menütaste. Hier sind sie! Ich kann dabei keine Menütaste drücken. Du bist zu spät, wenn ich erst die Taste, diese Taste drücke! Das ist alles, Leute! Mission erfolgreich abgeschlossen! Reno, oh. Wir müssen sie entschärfen! Horsty, Crappy, bitte! Ich kann das nicht zulassen! Niemand darf Reno und den Turks in die Quere kommen! Leute! Oh, da müssen wir jetzt viel arbeiten! Pyramide! Blitz. Zack, 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 oben. Jawohl. Elektromagnetischen Schock. Trank werden wir an Laura schmeißen. Limit, Feuerball. Ah. Ba 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 ba. Oh, die Pyramide. Zack. Also Zauber würde ich jetzt nicht annehmen wollen. Also machen wollen. Das heißt, wir dürfen keinen Zauber nehmen, Leute. Denn das wirkt sich auch gegen unseren Horste. Der Reno. Unser erster, stärkster Gegner bis jetzt. Pum, pum! Limit wäre cool. Limit hat aber der Horste. Elektromagnetischer Schock, der ist nämlich extrem. Trank. Wir werden sie Crappy geben. Pyramide, Also Zauber dürfen wir jetzt nicht mehr. Oh, jetzt ist nur sie dran die ganze Zeit. Jetzt sind die ja unter Quarantäne quasi. Was ist jetzt? Geht nichts mehr. Fausthagel. Ah, das wird knapp, Leute. Ja, sehr gut. Trink was. Spiel beendet. Die Pyramiden. Wie lösche ich diese Pyramide? Der Reno. Eieiei, Leute. Müssen wir nochmal laden, Leute. Der Reno ist... Ja, er ist zwar nicht so extrem stark, aber diese Pyramiden bekomme ich einfach nicht in den Griff. Das werden wir ändern. Also unser erster Bosskampf und unser erster Tod. Wir werden auf jeden Fall nochmal raufgehen. Werden nochmal mit ihm reden. Du bist verletzt, jawohl. So, wir helfen ihm.
Wir helfen in Crappy oben. So. Ja, also den Reno schaffen wir schon, nur es ist halt schon das Problem, dass man hier, dass ich nicht weiß, wie man die Pyramiden aufhebt. Zack, Miss. So, Blitz. Zack. Bumm. Ja, der ist erledigt. Gut. Müssen wir noch einmal alles machen, Leute. Bevor das mit dir sprechen konnte, ja passt. Sag nicht letztes, habe ich hier schon gemacht, ja passt. Okay, weiter geht's. So, wir werden ins Menü gehen. Zauber anwenden. Nein, eigentlich werden wir Objekte anwenden. Wir haben einiges an Heiltränke. So. Da werden wir machen. Gut, Leute. Reno. Menütaste. Ah. Gut, werden wir mal, bevor wir loslegen, Materia, Ether, stellt 100% Trank, stellt 100%, Phönix gibt Leben zurück, Heiltrank, stellt 500 B her, Demi, Zauber, absorbiert MP des Gegners, Gegenmittel neutralisiert Gift. Ich bin kuriert Schweigen. Zwei Echobomben. Vielleicht können die Echobomben helfen, Leute. Gehen wir's an. Also Reno ist der erste starke Gegner, Leute. Das haben wir vorher schon gelesen. Jetzt, Leute! Bam, bam, yeah! Pyramide, so. Zack. Gut, wie schafft man die Pyramide wieder weg? Ja, bis... Also Pyramide hilft nicht. Pyramide an sie. Zack. Echobombe an sie. Ich glaube, wenn ich zauber, geht das auch an sie. Ja. Zack, zack. Aber Zauber hilft. Zack. Crappy. Pyramide. Ah, Leute. Ja, die Pyramide, glaube ich, ist geschwächt, ist weg. Ah, jetzt weiß ich's. Ah, Leute. Blitz. Ich weiß schon, wie es geht. Elektromagnetischer Schock.
So, pam! Ja, Blitz, Leute! Reno hat keine Chance gegen uns. Pyramide an Crappy. Werde ich sie angreifen, damit sie... Zack, zack, wieder entpyramidet wird. Boom. Es ist Zeit! Reno? Er läuft weg. Geschafft haben wir ihn. Also er ist nicht tot, aber wir haben ihn auf jeden Fall mal hier besiegt. Wir haben einiges an Chills, Erfahrungspunkte bekommen. Ether einmal bekommen und einiges an Kohle. Also er läuft jetzt nochmal davon. Und tschüssi, Feigling. Sehr cool. Okay. Horsti, ich weiß nicht, wie ich sie stoppen kann. Versuche es. Okay. Okay. Es ist keine normale Zeitbombe. Oh, da ist... Uiuiui. Oh! Du hast recht. Du wirst Probleme haben, sie zu entschärfen. Sobald ein blöder Idiot sie anfasst, explodiert sie. Du Vollidiot. Bitte stoppt sie! Stoppe sie! Der Zeng. Ha, 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 ha! Nur ein Shinra-Leiter kann das Notfallplattenauslösesystem einstellen und entschärfen. Also der Präsident Shinra. Halte die Klappe! Der Kuh. Das würde ich nicht versuchen, dabei könnte ich unseren Gast hier verletzen! Oh oh, hör auf, Crappy, bitte nicht. Tayua! Oh, ihr kennt euch? Wie schön, dass ihr euch noch ein letztes Mal sehen konntet. Ihr solltet doch bei mir bedanken. Was hast du mit Tayua vor? Das möchte ich auch gerne wissen. Ich weiß noch nicht. Unser Auftrag war es, den letzten Verbleibenden des alten Volkes zu finden und zu fangen. Es hat lange gedauert, aber jetzt kann ich endlich dem Präsidenten hiervon berichten. Lass ihn ruhen. Laura, keine Angst, sie ist in Ordnung. Oh je. Oh, Sarah, hey! Tayua! Beeil dich und weg von hier! Neu. Na genau, jetzt sollte er es anfangen. Meinst du, du entkommst rechtzeitig? Komm, kämpfen gegen den. Aha. Ich will den fertig machen, Leute. Oh oh. Ich glaube jetzt. Jetzt wird's an der Zeit. Doch, wir können diese Drahtseil benutzen, um rauszukommen. Ja, machen wir. Los, Leute. Oh, ah, Mitka. Das werden sie büßen. Und da schaut er genüsslich zu, dieser dumme Kopf vom Präsident Shinra. Ja, hier sind wir wieder irgendwo in... Ja, Leute. Schaut aus nach Sektor 7, wie Sektor 7.
Marlene! Oh. Pix! Wedge! Jesse! Verdammt verflucht! Zur Hölle damit! Was zum Henker soll das? Hey, Crappy! Crappy! Eieiei. Hey! Crappy, hör auf! Hör bitte auf, Crappy! Eieiei, was ist mit den Leuten da drin? Bitte, bitte nicht, dass sie tot sind! Gott verdammt! Marlene! Crappy? Marlene! Ich glaube, Marlene ist in Sicherheit. Wie? Direkt bevor sie sie mitnahm, sagte Tayur, ich soll mir keine Sorgen um sie machen. Vermutlich meinte sie Marlene. Wie? Wirklich? Aber... Bix, Wedge, Jesse! Sie waren alle auf dem Pfeiler. Glaubst du, das weiß ich nicht? Wir haben alle gemeinsam gekämpft. Ich will sie einfach nicht für tot halten. Und die anderen Leute im Sektor 7? Das ist doch pervers. Die zerstören ein ganzes Dorf, nur um uns zu kriegen. So viele Menschen starben dabei. Willst du damit sagen, dass es deine Schuld war? Weil Evelyn hier war, unschuldige Menschen haben ihr Leben wegen uns verloren? Nein, Laura. Laura, das ist es nicht. Natürlich nicht. Das sind nicht wir. Das sind die verdammten Shinra. Es war niemand anderes als Shinra. Sie sind schlecht und zerstören unseren Planeten, nur um ihre eigene Macht zu vergrößern und dabei reich zu werden. Wenn wir uns nicht von ihnen befreien, dann zerstören sie diesen Planeten. Unser Kampf ist erst zu Ende, wenn wir uns von ihnen befreit haben. Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Glaubst du mir nicht? Das ist es nicht. Ich bin mir selber nicht sicher über meine Gefühle. Und was ist mit dir? Er sagt nichts. Fein. Und wo will er hin? Oh, Tayur. Ach ja, das Mädchen. Was ist los mit ihr? Ich weiß nicht so recht, aber ich habe Marlene bei ihr gelassen. Fährt Marlene! Laura, jetzt gibt es keinen Weg zurück. Ja, Leute, so kann's gehen. Aber das und mehr in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. War eine spannende Folge. Wir haben gegen Reno gekämpft. Midgar wurde leider Gottes zerstört. Ich hoffe, dass wenigstens einige überlebt haben. Das wäre super. Besonders Marlene. Das wäre ganz traurig. Wedge, Bix, Jesse. Schauen wir mal. Ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß gehabt, so wie ich. War wirklich sehr schön, diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, Abo, Glocke aktivieren, wer noch nicht hat, um mehr von mir zu sehen. Ich sage wie immer, Game Over und ciao!